Hallihallo und herzlich willkommen zu Medieval Dynasty, meine lieben Freunde. Es ist dunkel. Ach ja, ich hatte noch nicht auf Schlafen gedrückt, weil. Ja. Weil gleich die neue Jahreszeit beginnt. Was kann ich erzählen? Ich habe jetzt. Wow, ich bin einfach eingeschlafen. Gut. Ich habe jetzt recht lange kein Medieval Dynasty mehr gespielt. Also ein paar, ich bin gerade am Überlegen, paar Tage, ich glaube über eine Woche nicht. Wir haben dazwischenzeitlich ein ganz anderes Let's Play aufgenommen, deshalb ich bin ein bisschen raus, aber ich weiß, wir müssen die Plantage noch machen. Zumindest glaube ich das. Ich meine ja, ich meine, das war unser Ziel. So. Einschränkung, keine Einschränkung. Gefährlicher Sturm, ein plötzlicher und sehr starker Sturm ist in der Nacht über dein Dorf hinweggezogen und hat einige Gebäude beschädigt. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Ja. Sechs Gebäude wurden beschädigt. Lass mich raten, wir haben nur sechs. Okay. Und es ist soweit. Nein. Nein, nicht verputzen. Reparatur. So. Da hinten ist was kaputt. Und da ist was kaputt. Moin. Ab. Wir sollten vielleicht Stöcker sammeln vorher. Der Moment, wenn man erstmal wieder reinkommen muss und nicht weiß, wie man hier alles benutzt. So. Temperatur, ja, ich kenne die Temperaturen. Wir haben das ja auch gelevelt. Aber anscheinend ist es doch ein bisschen kälter als gedacht. Was brauchen wir dafür? Zwei Baumstämme. Oh. Also, Freunde, diese Folge steht im Zeichen des Wiederaufbaus, würde ich sagen. Die wollen mir sagen, ey, du hast so lange nicht mehr gespielt, deshalb haben wir jetzt alles kaputt gemacht. Das ist die Aussage hier. Ich bin davon überzeugt. Ja. So habe ich mir das tatsächlich nicht vorgestellt, dass wir jetzt gerade damit anfangen. Aber ja, hey, können wir nichts anderes machen, ne? Wir müssen unsere Sachen hier wieder auf Vordermann bringen. So. Ich habe hier was drin gebastelt. Wann habe ich das denn gemacht? War das vorher schon da dran? Ja, ich gehe ja in die Hütte. Ja, so. Okay. Okay, die Jagdhütte ist wieder fertig. Rums. Oh nein, das ist das verputzte Haus schon, ne? Ich hoffe, das ist auch wieder verputzt hier. Stroh, okay, da fehlt uns auch Stroh. Hier sieht das Dach gut aus, da vorne muss aber was gemacht werden, da fehlen Stämme. Ach ja, wir haben ein bisschen was zu tun hier. Das sieht gut aus. Das sieht auch gut aus. Mein Haus sieht gut aus. Also, ein paar Sachen sehen tatsächlich noch gut aus, ganz viele andere nicht. Verdorbenes, gut. Ach ja. Unser Feld. Nö. Wo habe ich denn das Stroh reingepackt? Ey, ich weiß es nicht mehr. Habe ich das hier reingepackt? Ich tippe auf Nein. Aber ich habe ja beim letzten Mal hier das große Lager gebastelt. Ich glaube, hier habe ich das reingepackt. Würde zumindest Sinn ergeben. Wow, weißt du, ein Stock fehlt mir. So. Hier fehlt auch Stroh. Dab, 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 dab. Hier ist alles dicht. Ja, nur da. Okay. So, oh, wir haben gar nicht mehr viel. Oh. Das ist ganz und gar nicht gut. Das ist halt echt nicht gut, ne?
Ganz und gar nicht gut. So. Guck mal hier. Wir rennen halt gegen die Treppe. Ja, hier fehlt halt viel, ne? Das ist halt ätzend hier. Und damit ist vorbei. Du musst dich aufwärmen. Nee, 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 nee. Du kannst mich mal. Ich will mich nicht aufwärmen. So. Ja, ich weiß, mir ist kalt. Ich friere ja so. Nein, ich sammle hier schon mal ein paar Stöckchen, weil wir das brauchen werden. Okay. Also, ich merke gerade, ohne das letzte bisschen, also ich habe, glaube ich, nur einmal gelevelt oder zweimal. Neues Level überleben, genau. Und wir brauchen das dritte davon. Meister der Zerstörung, Naturgewalt. Äxten, Material, Gewinnung. Wo war denn das? War das nicht hier? Okay, hier. Überlebenskenntnisse. Unempfindlich. Hier. Die Toleranz wird höher. Das brauchen wir. Yes. Trotzdem ist es unscheiße kalt. Okay. Gut. Funktioniert nicht. Heute ist doch kälter als gedacht. So. Ja. Gut. Wir sollten dann vielleicht auch gleich mal rein. Wir gehen dann mal gleich in unser Häuslein. So. Machen hier Feuer an. So, uns wird wieder warm. Gucken wir hier in die Truhe, was wir hier so drin haben. Wir haben halt Pelz, ne? Bringt uns bloß nichts. Oh, die unreifen Beeren werden bald schlecht. Yes! Hat sie nicht gesagt. Gebratenes Fleisch haben wir noch ganz viel dabei. Ja, wir müssen mal ein bisschen was futtern. Ja, warte, ich muss mal hier gerade durchgucken. So, ja. Oh ja, das sollte ich zuerst essen. So. Kapitel. Das Leben ist ein Bauernhof. Das Leben ist ein Bauernhof. Wollt ihr mich verarschen, dass ihr jetzt beide Sachen da aufge... Das kann doch nicht sein. Ich habe hier doch ganz viele... Zudem will ich gerade nicht. Sambor will ich auch nicht. Ab dann fangen die an, böse Sachen zu machen. Oh, das bringt aber gute... Ja, doch, schon. Ja, schon. Das Gebäudelimit wird höher, ne? Okay. Die beiden habe ich noch lange Zeit hier, wenn ich hier gucke. Bei dem Rest... Ja, schwierig, ne? Das müssen wir auf jeden Fall machen. Das Verwaltung. Da wollte ich auch nochmal reingucken. Ich wollte nämlich gucken... 173. Da haben wir es. Es ist wirklich hochgegangen. Es ist fett hochgegangen. Die Frage ist, wie viel haben wir gerade? 143, 173. So. Inventar. Was haben wir an Kleingeld? Freunde. Ich glaube, das war's. Nein, ich glaube, wir müssen den ganzen Winter jetzt noch Dingens machen. Warte mal, ich brauche halt rein theoretisch echt... Mein Leben muss höher gehen.
Ich weiß bloß nicht, wie ich das jetzt machen soll. Das Problem ist, es ist zu kalt. Und ich würde gerne meine Häuser fertig machen, aber es geht nicht. Dafür muss ich sammeln gehen und für sammeln gehen sollte mein Leben gut sein. Okay, weißt du was? Ich will schlafen. Nein, gut. Das Problem ist halt wirklich, hier ist direkt, kriege ich gleich einen Schlag weg. Ich sehe da schon. Ich frage mich, das müssen wir auch gucken, ob es Ton im Winter gibt. Das müssen wir nachgucken. So, und direkt kriege ich hier schon wieder den die Kälteprobleme. Wir sind gleich richtig am Arsch. So. Ich gehe in das Haus und gehe nie wieder raus. Ich sehe da schon. So. So, hier ist es aber auch immer noch kalt. Okay, ich muss zu meinem Feuer. Es geht nicht anders. Wahrscheinlich, weil wir hier so weit draußen sind. Dass es hier einfach kälter ist. Oh, toll, ich kann doch nicht den ganzen Tag jetzt heute nur hier stehen. Ey, ich komme mir so dumm vor. Was passiert, wenn ich mich halt zuboostere mit Fleisch oder so. Das müssen wir mal gucken. Rein theoretisch. Steht das hier? Nein, steht nirgendwo. Hm. Kalt. Kalt ist doof. Typ denkt sich, kalt ist doof. Es füllt aber auch die Lebensanzeige nicht. Ah, fuck my life, ey. Ein bisschen Wasser sollten wir aber auch trinken. Das Problem ist, wir haben halt keine Winterkleidung. Wir brauchen die Winterkleidung. Wir brauchen sie sowas von. Das merken wir halt hier. Das merken wir halt jetzt gerade so richtig. Weil ohne die Winterkleidung können wir jetzt nichts machen. Können das wegpacken und das war's. Ja, meine Freunde, 10 Jahre später. Weil wenn wir nochmal rausgehen, dann sind wir gleich tot. Und wenn wir gleich tot sind, dann, ja. Verkackt. Neue Staffel. Alles von neu. Es ist halt schon echt schön, ne? Weil wir können hier ja auch keine Suppen und so weiter machen. Weil wir die Technologien noch nicht haben. Oh Mann! Es ist halt echt Käse. Es ist totaler Käse. Wir können halt noch nichts machen. So gar nichts. Aber wir können ja mal ein bisschen planen, ne? Gucken wir auf unsere Technologien. Das Materiallager haben wir. Holzschuppen haben wir und ein einfaches Haus haben wir auch schon. So, Jagdhütte haben wir, die Kräuterhütte haben wir noch nicht, die wollten wir aber auch noch nicht. Die Scheune haben wir und das Nahrungsmittellager haben wir. Da müssen wir das Mehl mal kaufen. Werkstatt haben wir und die Küche haben wir beim letzten Mal gemacht, genau. Und wir wollen unbedingt die Schmiede haben. Das heißt, wir müssen, was das hier angeht, ein bisschen investieren. Pilzsuppe werde ich auf jeden Fall holen, einfach weil die so günstig ist. Haferbrei und Roggenbrei. Ich glaube, das wird richtig gut helfen, vor allen Dingen, ne? Aber was sehen wir dafür wieder? Wir brauchen Geld. Wir brauchen halt richtig viel Geld, weil wir brauchen halt für die Dingens im neuen Jahr da schon, für die Steuern Geld, ganz viel. Und wir haben halt nichts davon. Und dann für die ganzen, Klamotzkis. Brauchen wir noch das Geld.
Können wir aber alles nicht machen, weil wir, hey, wer hätte es gedacht, nicht schlafen können. Ja, das ist halt total ungünstig jetzt, ne? Wir können halt wirklich nichts machen. So, gar nichts. Dann würde ich jetzt hier hingehen, ja? Mich hier so dran setzen, ja? Ich warte gerade ein bisschen. Dann geht das nicht runter. Warum geht das nicht runter? Jetzt geht's runter, okay. Okay, wir brauchen es nicht probieren. Wir sind sonst tot. Wir sind sonst tot. Ja gut. Freunde, ich würde die Aufnahme jetzt auf Pause machen. Und dann würden wir uns ja gleich wieder weitersehen. Ich bin verwirrt. Naja, egal. Gut, bis gleich. So, meine Freunde, ich bin wieder da. Wir warten immer noch. Der Timer musste jetzt komplett runterlaufen. Deshalb, wir sind immer noch dabei. Ich habe hier die ganze Zeit rausgeschaut, mir die Gegend angeschaut, weil wir können halt wirklich nichts machen. Ich habe überlegt, ob wir das hier mit Ton versehen, also die Wände, wenn wir genügend Ton haben. Hab darüber nachgedacht und bin mir unschlüssig. Weil ich mir unschlüssig bin, ob wir vielleicht ein größeres Haus bauen wollen für uns nochmal. Ich habe keinen Bock, dann wieder alles neu zu machen. Deshalb, da muss ich mal schauen. Das weiß ich noch nicht. Ja, und der Timer läuft immer noch. Ja. Aber ich habe jetzt elendslang gewartet. Ich musste zwischenzeitlich sogar nochmal raus, um da hinten dann was zu trinken, weil das Wasser ausgegangen ist. Und ja, ich habe dann hier ein paar Stöcke eingesammelt nebenbei noch. Ja. Also wir sind ein bisschen vorbereitet dann auf den nächsten Tag, wenn wir dann da den ganzen, die ganze Zeit Dingens machen müssen, Körbe, weil wir das Geld brauchen. Wer hätte es anders gedacht? Ja, aber es ist halt gerade ziemlich ätzend hier. Also, ach, bitte, lass mich schlafen. Oh ja, komm schon, komm schon. 2, 1, lass mich schlafen. Los. Danke. Gott sei Dank. Bitte? Wir haben nur so wenig zugenommen. Scheiße. Unser Leben. Und es ist zu kalt. Ja, meine Freunde, den Winter können wir vergessen. Aber ich weiß nicht warum. Warum konnten wir es beim letzten Mal so gut aushalten und dieses Mal nicht? Das verstehe ich halt nicht. Warum ist es hier so kalt? Verwaltung, Technologie, wo war das denn? Das war doch hier Überleben. Unempfindlichkeit. 6 Grad, bessere... Ja, aber wir sind ausgelevelt. Scheibenkleister. Mehr Gesundheit hatten wir das vielleicht auch? Das könnte sein. Ja, das wäre halt auch optimal, wenn wir das nehmen könnten. Also das da bräuchten wir, das da bräuchten wir. Oh, scheiße. Es tut mir leid, dass ich jetzt so fluche, aber es ist halt wirklich kacke, weil wir können jetzt nichts machen. Wir können halt gar nichts machen. Weil die ganze Zeit können wir... Ja, wir können jetzt nur hier stehen und das war's. Weil ich kann ja kaum rausgehen, weil ich dann direkt einen Schlag wegkriege hier. Wir machen das jetzt aber trotzdem. Ich probiere ein paar Körbe zu machen. Wenn es so schlimm wird, gehe ich rein. So, ja. Machen wir 7. Mal gucken, wann es anfängt. Ich habe ein bisschen Schiss. Nicht, das war... Ja, guck mal, da fängt es schon an. Deshalb, wir haben kaum Möglichkeiten. Gerade geht es noch nicht so schnell runter. Aber wir müssen dann ja immer wieder ins Haus und dann noch das Feuer anzünden. Das bleibt ja nicht einfach an, warum auch immer. Ist das ein Käse. So, und jetzt erfrieren wir wieder. Deshalb gehen wir jetzt ins Haus.
Machen das Feuer erstmal an. So. Feuer ist an und es wird warm. Wir haben jetzt aber schon wieder gut Leben verloren. Wir hätten Kräuter sammeln sollen. Das haben wir halt nicht. Warte mal. Beerenwein. Hilft der uns vielleicht? Weil Beerenwein, ne? Vielleicht wird uns dadurch wärmer. Und wenn uns wärmer wird, kriegen wir kein besseres Leben. Nein. Es wird bloß schwummeriger. Oh Gott, ist das übel, ey. Wie kommen da die Tränen, wenn ich da rausgucke? Die Frage ist halt wirklich, ob wir dadurch kälteunempfindlicher sind. Das wäre halt schön. So, dann machen wir noch ein paar. So, machen wir noch 7 Stück. Der Alkohol sorgt dafür, dass wir uns weniger... nein. Natürlich nicht. Oh, schön wäre es gewesen, wenn das wenigstens funktioniert hätte. Das Problem ist, ich glaube, wir finden gleich nicht mehr passend nach Hause. So. Jetzt haben wir wenigstens gleich schon mal ein paar Körbe fertig. Haben wir hier Körbe? Oh, die nehmen wir mit. Bläh. Gehen wir hier nach Hause und packen hier Körbe rein. 27 haben wir, okay. Natürlich passt das da nicht rein, wäre ja auch zu schön. Die können ja auch in meinem Dingens bleiben, so. Das Problem ist halt, ich würde gern die ganzen Körbe da rein, dann würde ich nämlich nebenbei vielleicht nochmal ein paar Ästchen sammeln, dass wir gleich nochmal ein paar machen können. Aber anscheinend funktioniert das ja nicht. 10 Stunden. Bis der nächste Tag. Freunde. Warum hat das beim ersten Mal so gut geklappt? Und warum funktioniert es jetzt so gar nicht? Ich frag's mich halt wirklich. Nahrung, Vergiftung. Vergiftung, 25%. Sieht gut aus. Vor allen Dingen, wir müssen da nochmal raus, um Sachen zu essen und zu trinken. Also es ist echt schwierig gerade. Ja, wir können hier halt echt nichts machen gerade. Wir können uns nicht rausbewegen. Zumindest nicht für lange. Weil wir dann direkt wieder am ABC sind. So. Wir sammeln Stöcke, weil wir nichts anderes können. Wir sind gleich eh wieder am A, B, C, D, E, F, G. Da haben wir schon wieder. So, dann müssen wir wieder rein, weil uns zu kalt ist. Wenigstens bleibt dieses Mal das Feuer an. Und es dauert immer länger. Wie kalt ist es denn gerade? Es ist eigentlich weniger geworden. Burkhard der Bärtige. Aha. Ja, meine Freunde, langweilige Folge, würde ich sagen. Aber wir können da halt echt nichts machen. Das Problem ist, ich will es halt auch nicht so weit ausreizen, dass wir halt gleich umkippen.
dass wir hier sterben. Weil ich denke mir, wir haben es jetzt alles so weit hier aufgebaut und vor allen Dingen auch so schnell. Da will ich das nicht riskieren, dass wir direkt wieder... Und so. Weinflaschen, kann ich die hier schon wieder reinpacken? Natürlich nicht. Wäre ja auch zu schön gewesen. Irgendwas anderes, was ich hier reinpacken kann. Ich schleppe halt ganz schön viele Sachen mit mir rum. Aber ich brauche halt auch viele davon. Das ist so das Problem. Nee. Hier ist die Frage, kriege ich für einen Steinpfeil 7? Weil dann würde ich vielleicht demnächst Steinpfeile verkaufen. Weil das würde sich dann schon hart lohnen. Zumindest nehme ich das an. Ich überschlage das jetzt nicht. Nee. Naja, gut. Ich würde dann mal sagen, komm, wir lassen das mit der Folge. Das war's für heute. Es tut mir wirklich leid. Ich hätte echt gedacht, dass wir irgendwas schaffen. Vor allen Dingen, so können wir halt nicht mal das Geld ins Dorf bringen, um zu sagen, ey Leute, wir haben dann die Steuern für den Frühling schon mal zusammen. Wir können halt so gar nichts machen. Das ist halt echt grausam. Aber naja, gut, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!